Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Yo Picasso Box von Fat Tony und Dexter. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fat Tony und Dexter mit Yo Picasso, das Ganze aus dem Jahr 2015. So sieht das Ganze aus. Bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier, Yo Picasso enthält CD inklusive Bonustracks, CD Instrumentals, CD Come On EP, T-Shirt in Größe M, Poster und Sticker. Jawohl. Gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Was auch ganz spannend ist, diese Box gab es in zwei Varianten. Und zwar gab es diese Box einmal als Vinylbox, also als Box, in der war eine, glaube ich, vierfach Vinyl sogar drinnen. Und dann gab es einmal die reguläre Box, die CD-Box, nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist in diesem Fall diese hier. Die stelle ich euch heute vor. Wenn ich an die Vinylbox noch drankomme, dann werde ich euch diese ebenfalls gerne vorstellen. Gut. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier wie so ein altes Gemälde, so einen goldenen Bilderrahmen. Dann lesen wir hier oben einmal Fat Tony und Dexter Yo Picasso. Und dann haben wir hier die beiden Interpreten abgebildet in so einer Optik wie so ein altes Ölgemälde. Und gerade im Zusammenspiel mit diesem Albumtitel ist das auch sehr schön gewählt, dieses Cover, denn Picasso hat mehrere Selbstporträts von sich angefertigt in seinem Leben und eines davon sieht so aus. Also das hier, ich hoffe man kann das sehen, ist Picasso, wie er sich selbst porträtiert hat und man sieht hier ganz klar die Ähnlichkeit. Also schön gemacht. Dann haben wir hier unten so schwarz-grün Yo Picasso. Rechts lesen wir die beiden Interpreten, oben nochmals den Albumtitel, links Interpreten plus Albumtitel, Rückseite auch wieder in diesem Schwarz-Grün und hier unten haben wir noch die Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Es ist eine reguläre Klappbox. Hier kommt dann auch nochmal Yo Picasso zum Vorschein und dann kommt uns entgegen einmal das Shirt, dann haben wir hier einen Sticker, das Poster, die Bonus-EP und das Album an sich. Von innen die Box glatt schwarz. Machen wir mal zur Seite. Und nachdem hier diverse Sachen noch in Folie sind, werden wir diese mal befreien. So, wir haben hier einmal das Album, das irgendwie nicht so recht möchte. Aber jetzt. So, einmal das Album. Dann die Bonus-EP, die irgendwie jetzt keine Schweißnaht hat. Dann probieren wir es hier vorne. Da bin ich immer etwas vorsichtig, gerade bei diesen Papphüllen. Die sind da leider sehr anfällig auf irgendwelche Schnitte oder Kratzer. Jetzt ist die Frage, ob wir hier noch irgendwie rein. Jawohl. So, und für das Shirt werden wir wohl kein Messer mehr brauchen. Die Frage, jawohl, hier ist das Ganze zugeklebt. Machen wir hier auf. Gut. Dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Das Ganze kommt in einem Digipack, sieht so aus vom Cover, also wie auch schon das Boxcover. Nur eben quadratisch, beziehungsweise ja, rechteckig. Und wir haben hier dann auch noch ein Bild, das zum Vorschein kommt, das hier dann entsprechend abgeschnitten war. So sieht das aus. Auf der Seite lesen wir dann auch wieder Yo Picasso von Fat Tony und Dexter. Polizei ist auch mit dabei. Und dann haben wir hinten die Tracklist. Wir haben insgesamt 15 Tracks an der Zahl, inklusive Instrumentals. Und wir haben hier Features von Cryptic Joe. Und ansonsten, ja, es scheint irgendwie das einzige Feature zu sein. Da
unten auch dann wieder Credits und Barcode ist hier keiner drauf. Also es dürfte dieses Digipack scheinbar wirklich nur in der Box geben. Dann haben wir hier einmal das Album, die Album-CD in diesem Fall. Sieht so aus. Hintergrund wieder in diesem Schwarz-Grün. Dann haben wir hier CD Nummer 2, die Instrumentals. Das sieht dann so aus. Auch hier wieder schwarz-grün gestaltet. Nur mit dem Zusatz Instrumentals. Und in der Mitte dann das Booklet. So sieht das aus. Wir haben hier die Tracklist auch wieder drauf, wie auch schon auf der Cover-Rückseite. Und dann haben wir hier wirklich, das ist sehr schön, das gefällt mir gut, jeden Track Wort für Wort abgetippt. Also wir haben hier wirklich die Lyrics komplett erfasst. Schön schwarz auf weiß hier ersichtlich. Kann man dann gut mitrappen, nachlesen. Sehr schön. Keine Fotografien, keine Pressefotos da mit dabei. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch die Credits zum Album. Also wer wurde gefeatured, wer hat gemixt, gemastert etc. Und nachdem wir hier wirklich nur eine Leiste, eine Zeile haben für Cryptic Joe, dürfte das hier wirklich das einzige Feature sein. Gut, zum Abschluss gibt es dann nochmal hier das Picasso-Porträt. Also das sieht so aus, als wäre das hier das originale Abbild. Machen wir wieder rein das Booklet. Dann haben wir zusätzlich noch eine Bonus-EP. Und zwar sieht die so aus. Es sieht so aus, als wäre Fat Tony hier in so einem Aufnahmebildschirm von der BVG oder an so einem Bahnsteig. Er zeigt hier zwei ist schwer zu sagen, aber zumindest einen Mittelfinger, wenn ich das richtig sehe, hier mit der rechten Hand. Und dann sieht hier scheinbar irgendwer gerade dabei zu, irgendein Sicherheitsbeamter. Hier unten lesen wir dann Fat Tony, come on, EP. Wir haben auf dieser EP insgesamt 6 Tracks. Und auch hier wieder, ja, es dürfte wohl eindeutig Berlin sein hier. Hinten sieht man den Zug. Und dann Fat Tony. Ist die Frage, ob das sein Handy ist oder was er hier in die Kamera hält. Man weiß es nicht genau. Also 6 Tracks gibt es nochmal extra. 2 davon Remix und einmal ein Hidden Freestyle. Die CD sieht dann so aus. Auch hier wieder Bahnsteig, Aufnahme. Mit dabei dann auch noch ein Sticker, quadratisch, auch hier wieder in dieser Ölgemälde-Optik mit dem goldenen Rahmen. Ein Poster ist mit dabei, es ist recht groß. Und zwar haben wir hier ein Poster, wie soll das anders sein? Auch wieder in dieser Ölgemälde-Optik. Ich hoffe, ihr könnt das hier halbwegs erkennen. So sieht das aus. Also das Cover der Box. In diesem Fall hier als Poster verarbeitet. Das Ganze ist einseitig bedruckt, Rückseite ist blankweiß und ist in der Größe A1. So, dann machen wir das auch mal wieder zusammen. Jawohl. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt. Relativ ungewöhnliche Farbe. Die meisten Shirts in diesen Boxen sind ja dann doch schwarz oder weiß. Dieses allerdings in so einem hellgrau gehalten. In der Mitte haben wir dann wieder dieses Gemälde im Brust- bzw. ja oberen Bauchbereich. Neckprint haben wir keinen, also die Rückseite ist komplett grau. Und wir haben es zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe M. Dazu muss ich sagen, dass man die Größe auswählen konnte. Ich habe mich in diesem Fall dann für Größe M entschieden. Und wir haben ein Shirt aus, das ist spannend, 99% Baumwolle und 1% Polyester, sieht man auch sehr, sehr selten, made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe M, wie gesagt, Größe damals frei wählbar. Dann der Sticker quadratisch. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat, Format A1. Die Bonus-EP von Fat Tony, die Come On EP mit 6 Tracks. Und natürlich das Album an sich, Yo Picasso, mit insgesamt 15 Tracks. Bedeutet, wir kommen auf insgesamt 21 Tracks. Jawohl.
Das alles in dieser wunderbaren Box. Yo Picasso von Fat Tony und Dexter. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Fat Tony und Dexter unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.